Guten Tag alle zusammen und schöne Grüße nochmals von San Diego. Die Zunge. Ein kraftvolles Werkzeug, aber auch eine gefährliche Waffe. Ich werde anfangen mit ein paar Fakten aus der Webseite factslegend.org über die Zunge. Die Zunge ist der einzige Muskel im menschlichen Körper, der ohne Unterstützung des Skeletts funktioniert. Die Zunge ist der stärkste Muskel im ganzen Körper. Sie ist jedoch gleichzeitig eine der empfindlichsten Muskeln. Unsere Zunge hat eine sehr einzigartige Eigenschaft. Sie kann den Geschmack nicht erkennen, wenn er trocken ist. Das bedeutet, wenn Sie ein Stück Zitrone auf eine trockene Zunge legen, können Sie nicht erkennen, dass sie sauer ist. Die Zunge bekommt den Geschmack nur in Gegenwart von Speichel, der sie feucht hält. Die Farbe der Zunge kann viel über die Gesundheit einer Person sagen. Hier sind einige Farbenlektionen zur Gesundheit. Eine rosa Zunge bedeutet gute Gesundheit. Eine weiße Zunge bedeutet Pilzinfektion und gelbe Zunge bedeutet Magenproblem oder Fieber. Wir haben mal gehört, dass es unhöflich ist, die Zunge herauszustrecken. Aber nicht in Tibet. Man kann fröhlich die Zunge herausstrecken und wird nicht als unhöflich oder kindisch betrachtet. Es ist eigentlich ein Gruß. Nun, für alle, die aus Tibet zuhören, grüße ich Sie. Hoffentlich ist meine Zunge rosa. Die Zunge ist im physischen Sinne sehr praktisch, da sie ein nützliches Hilfsmittel ist, wenn es ums Essen geht, um Krankheit zu bekämpfen und zu sprechen. Im geistlichen Sinne kann die Zunge ein Segen sein, aber auch eine gefährliche Waffe. Wie verhalten wir uns anderen gegenüber? Wie handeln wir? Was sagen wir? Was sollten wir zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, wenn wir konfrontiert werden? Nun, da die Winterferien hinter uns liegen und mit ihnen die Wünsche für frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, und wir nicht mehr mit Weihnachtsmusik und so weiter bombardiert werden, können wir uns endlich entspannen. Aber nicht so lange, da wir das alles wieder durchmachen müssen, im Frühling zu Ostern und dann wieder zur kommenden Weihnachtszeit. Es wiederholt sich, wieder und wieder. Aber wie verhalten wir uns in dieser Zeit, wenn wir über Weihnachten angesprochen werden? Wie oft müssen wir uns beherrschen? Wir können gute Beispiele dafür sein, was wir sagen und wie wir es sagen. Oft sagen wir Dinge, die wir nicht hätten sagen sollen, und nachdem wir einige Dinge gesagt haben, bereuen wir es entweder, dass wir es überhaupt erst gesagt haben, oder wir möchten, dass wir es zurücknehmen und anders formulieren, was wir beabsichtigen. Wir hätten nachdenken sollen, bevor wir gehandelt haben. Und ja, das haben wir alle schon gemacht. Zu früh gesprochen. Oft denken wir nicht, bevor wir handeln, weil wir denken, dass wir keine Zeit dazu haben, bevor wir unseren Mund öffnen. Nun, in der Hitze des Augenblicks sagen wir oft, das Erste, was uns in den Sinn kommt, was möglicherweise das Schlimmste ist, was wir sagen könnten, vor allem, wenn wir das überhaupt nicht sagen wollten. Wie können wir uns also die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was wir sagen werden, bevor wir es sagen? Stellen wir uns vor, wir befinden uns in einer Situation,
in der das, was wir sagen und wie wir es sagen, sehr wichtig ist, dass wir es richtig machen. Die Person, mit der wir sprechen, kann jeder sein, wie jemand auf der Arbeit, ein Familienmitglied, ein Kirchenmitglied, ihr Kumpel, ein enger Freund, ein Richter, ein Lehrer, vielleicht jemand, den Sie gerade getroffen haben, oder jemand, den Sie nicht einmal kennen. Wir lassen da der Fantasie freien Lauf. Also, hier sind wir in einer Situation und uns wurde gerade etwas gesagt, das uns nicht gefällt oder dem wir nicht zustimmen, etwas, das uns sicherlich provozieren könnte, ärgerlich zu werden. Was machen wir denn? Was sagen wir und wie sollen wir reagieren? Lesen wir Sprüche Kapitel 10 und Vers 19. Gibt uns die Antwort. Sprüche Kapitel 10 und Vers 19. Wo viel Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Auch in Sprüche Kapitel 17, in Verse 27 und 28. Sprüche Kapitel 17 und Vers 27. Ein Vernünftiger mäßigt seine Rede, und ein verständiger Mann wird nicht hitzig. Auch ein Tor, wenn er schwiege, würde für weise gehalten und für verständig, wenn er den Mund hielte. Was bedeutet das? Schweigen ist Gold. Wenn wir nichts sagen, was keine Antwort erfordert, dann schaden wir mit unseren Lippen nicht. Aber auf der anderen Seite müssen wir jetzt reagieren. Wer mit uns in Verbindung steht, verlangt nach einer Antwort. Was wir sagen, ist wichtig, weil wir niemals versuchen sollten, jemanden mit unseren Worten zu verletzen. Sprüche Kapitel 20 in Vers 22 sagt, was wir nicht sagen sollten. Es sagt uns, was wir nicht sagen sollten. Ich will Böses vergelten. Haare des Herrn, der wird dir helfen. Das ist so, als würde ich sagen, ich werde es dir heimzahlen. Ich werde mich rächen. Es ist auch sehr wichtig, dass wir nicht zurückbeißen. Im Psalm Kapitel 15, Verses 1 bis 3. Psalm Kapitel 15 und Vers 1 angefangen. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Wer untadelig lebt und recht tut und redet die Wahrheit von Herzen? Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinen Nächsten nichts Arges tut und seine Nachbarn nicht schmäht. Wenn wir zurückbeißen, sind wir an diesem Punkt normalerweise wütend und es ist wichtig, dass wir unsere Wut kontrollieren, denn wenn wir es nicht tun, würde es schlimmer werden. Was tun wir also, um das zu verhindern? 1. Petrus Kapitel 3 und Verse 8 bis 9. 1. Petrus Kapitel 3 und Verse 8 und 9. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet viel mehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Nun, an diesem Punkt ist es schon ein bisschen heiß geworden und wir hätten es wahrscheinlich am Anfang anders machen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Es ist jedoch nicht zu spät, um sich zu beruhigen und darüber nachzudenken, was wir in dieser Unterhaltung oder diesem Streit als nächstes sagen werden. Wir sollten immer darüber nachdenken, bevor wir sprechen, da wir es oft bereuen, etwas gesagt zu haben, als wir es nicht gemeint haben. Sprüche Kapitel 15 und Vers 28 sagt uns,
dass das Herz der Gerechten lernt, wie man antworten soll, aber der Mund der Bösen strömt das Böse aus. Also sollten wir die Dinge durchdenken. Jakobus Kapitel 1 und Vers 19 sagt uns, dass wir schnell hören sollten, langsam sprechen und langsam zornig werden sollten. Aber oft sind wir nicht so schnell zu hören, sondern tun das genaue Gegenteil, wenn es um Sprechen und Zorn geht. Wir müssen lernen, mehr zuzuhören. Lesen wir in Prediger Kapitel 5 und Verse 1 bis 7. Prediger Kapitel 5, angefangen in Vers 1. Sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott. Denn Gott ist im Himmel auf und du auf Erden. Darum lass deine Worte wenig sein. Denn wo viel Mühe ist, da kommen Träume. Und wo viel Worte sind, da hört man den Toren. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten. Denn er hat kein Gefallen an den Toren, was du gelobst, das halte. Es ist besser, Vers 4, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe, und sprich vor dem Boten nicht. Es war ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Wo viel Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gerede. Darum fürchte Gott. Siehst du, Vers 7, wie im Lande der Arme Unrecht leidet und Recht und Gerechtigkeit zum Raub geworden sind? Dann wundere dich nicht darüber, denn ein Hoher schützt den anderen und noch höhere sind über beiden. Was ist, wenn uns etwas von jemand anderem erzählt wurde? Erstens, wenn es uns nichts angeht, geht es uns nichts an. Aber wir sollten auch zwischen Gerüchten und der Wahrheit unterscheiden. Oft wird etwas gesagt, was anderen schadet, weil man nicht mag, was der andere tut. Und man handelt aus Eifersucht, Neid und vielen verschiedenen Gründen. Was wir also nicht tun sollten, ist, schädliche Informationen an andere weiterzugeben. Das lesen wir auch in Sprüche Kapitel 16, Vers 27. Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil und auf seinen Lippen ist wie brennendes Feuer. Das war Sprüche Kapitel 16 und Vers 27. Und auch Sprüche Kapitel 17 und Vers 9 sagt, wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde und eins. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir nicht verurteilen, weil dies allein Gott zusteht. Wir haben darüber in Jakobus Kapitel 4, Verse 11 und 12 gelesen. Es ist jedoch nicht falsch, gerecht zu richten. Johannes Kapitel 7 und Vers 24 sagt uns, dass wir nicht nach dem Schein richten sollten, sondern gerecht richten müssen. Zur gleichen Zeit müssen wir barmherzig sein, genauso wie Gott barmherzig ist. Und Jakobus Kapitel 2 und Vers 13 sagt uns, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Immer wenn wir etwas sagen, egal was es ist, egal in welcher Situation, müssen wir immer ehrlich sein. Und wir wissen bereits, dass die Wahrheit wehtun kann. Denn manchmal mag die andere Person das, was sie hört, nicht hören wollen, auch wenn das, was sie hört, richtig ist. Erinnern Sie sich daran, wem wir am meisten gefallen müssen.
nicht der Person, mit der wir sprechen, sondern was Sprüche Kapitel 12 und Vers 22 sagt. Ich lese das einfach. Lügen, Mäule sind dem Herrn ein Gräuel, die aber treulich handeln, gefallen ihm. Es war Sprüche Kapitel 12 und Vers 22. Gott weiß es, ob wir lügen oder nicht. Aber der andere wird früher oder später herausfinden, ob sie nicht die Wahrheit gesagt haben. Natürlich müssen wir vorsichtig sein, was wir sagen und wie wir es sagen. Kolosser Kapitel 3, Verse 8 bis 10. Kolosser Kapitel 3. Vers 8 bis 10. Nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und dann Vers 17. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wir müssen uns miteinander unterhalten, so wie Gott es von uns verlangt. Und wenn wir das tun, so hart es manchmal auch sein mag, werden wir auch anderen beweisen, dass wir als Beispiele leuchten. Wir müssen immer gute Beispiele sein. Wie wir unsere Zunge zähmen, ist sehr wichtig und sollte erst genommen werden. Und wenn wir diese Prinzipien das nächste Mal anwenden, dann wird dies ein positives Ergebnis haben. Wie mächtig ist unsere Zunge? In Sprüche Kapitel 18, Vers 21 ist die Antwort. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen.